Okay, chillig. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir kümmern uns heute wieder um die besten Telonym-Fragen überhaupt. Ich habe wieder welche gesammelt, die neu oder die ältesten sind tatsächlich 20 Tage alt. Die neuesten sind 2 Tage alt, beziehungsweise die neueste. Und ja. Fang einfach an mit der ersten Frage. Auf welcher Party warst du zuletzt? Bruder, keine Ahnung, Alter. Auf welcher Party war ich zuletzt? Ich weiß gerade nicht. Na, wobei doch. Naja, ab. Ja, doch. Zählt ja eigentlich als Party, eine Abschlussfeier. Tatsächlich. Abschlussfeier. Wenn du, egal welche Firma übernehmen könntest, würde welches aussuchen und wieso? Digga, keine Ahnung, ich glaube, Kiyosaki oder so. Eigentlich Bus und Bahn mag, so. So, I don't know, Digga, was soll ich sagen? Was für eine Firma soll ich denn nehmen, Digga? Was kannst du dir nicht erklären? Ah, die ganze Welt. Nein, keine Ahnung, Digga. Was kann ich für dich erklären? Hab Mathe. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, wirklich. Scheiß drauf. Keine Ahnung. Bisschen Tastatur-ASMR ist heute auch noch mit drin. Stark lässt. Gerade jemand in Aufsicht? Nein, tatsächlich nicht. Aber juckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Ist es deiner Meinung nach aktiv schöne Hände zu haben? Bruder, als ob ich auf Hände achte. So ein komischer Lach-Emoji einfach oder so ein Lach-Smiley einfach. Das ist es. Definitiv nicht. Worüber freust du dich zurzeit? Ganz ehrlich, nicht offen und ehrlich, über meine Fast-Abos auf YouTube. Bin ich ehrlich, da freue ich mich übelst drüber. Wann und wieso hattest du das letzte Mal ri einen richtig schönen Tag? Bruder, ich habe immer schöne Tage. Sprachlernwaffel. Hä? Wann und wieso hattest du das letzte Mal einen schönen Tag, Digga? Ich habe immer gute Tage so an sich. Digga, wenn ich aufschlafe. Nicht immer. Ja, stark aus. Schlafe. Schlafe halt mit Doppel-F, Digga. Kennt ihn komplett. Oh nein, ich sehe schon eine Frage von Karim. Welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen? San Diego Yellow Bar Mitzvah. Pforten Mono zum Ruhm. Das war tatsächlich ein geiles Buch. Ich glaube, ich lese das die Tage sogar nochmal. Was ist los mit dir in den letzten Tagen? Ja, nix, Bruder. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Moment. Das ist mit mir los, Bruder. Was war dein letzter Ohrwurm? Boah, die. Mein letzter Ohrwurm war. Masked Wolf, Knight Rider. Nicht Rider, genau. Alles klar, Digga. Was ist ein geiles Lied, Alter. Was hast du geplant für die nächsten Tage?
Aufnehmen von Videos. Was soll ich sagen? Worauf muss ich als Typ bei meinem Aussehen achten? Bei einem Ding. Boah, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Ah, Digga, das ist. Das ist natürlich hier von Dingens, von Karin. Ich habe nicht gesehen, dass er mir die Frage geschickt hat. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, Maniac. Digga, Bruder. Pommes mit Schnitzel. Warte, ich mach komplette Liste. Damit er nachher, wenn der online kommt, so ist, sich so denkt, so, ey, Bruder. Pommes mit. Jetzt schreibe ich safe. Okay, ich habe Schnitzel im Ausnahmsweise mal richtig geschrieben. Döner, Bruder. Döner ist geil. Döner Box. Oder auch, boah. Eigentlich Pommes Box. Eigentlich gefüllte Pommes Box. Pommes Box, Digga, weil gefüllte Pommes dran sind. Wirklich, Digga. Aber egal, ja, schmeckt geil. Pizza mit Doppel. Triple Z auf jeden Fall. Was ist noch der? Ich schreibe alles auf. UVM schreibe ich jetzt einfach mal so. Und vieles mehr. Wie oft sollte man duschen? Bruder, frag mich doch nicht. Ja, keine Ahnung, dreimal die Woche oder so. Voxe vor allem, Bruder. Ja, aber was ist Voxe, Bruder? Wie findest du Menschen, die andere Horoskope glauben? Ja, sollen sie machen, Digga. Ist deren. Ist deren Sache. So. Wärst du lieber größer oder. Was? Wärst du lieber größer als du bist oder kleiner? So wie ich bin. Wobei. Eher größer, also eher so meine Größe. Man merkt schon ein bisschen Tastatur ASMR hier am Start heute in dem Video. Was findest du am schlimmsten, wenn du krank bist? Boah, Halsschmerzen. Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Gibt nichts Schlimmeres. Halsschmerzen und Kopfschmerzen sind wirklich das Schlimmste. Bei welcher Person hast du zuletzt ein Foto gemacht? Weit doch. Mit. Tatsächlich, wo wir bei Karate waren, Digga. Da hat man tatsächlich zuletzt Foto gemacht. Das war auch das einzige Foto wirklich. Was ich dann so wieder von mir selbst so gesehen gemacht habe. Ich glaube, seitdem habe ich gar keine Fotos mehr von mir irgendwo gesehen. Naja, außer in so einem komischen Bilderbuch da, aber das ist so Erinnerung an die Schuljahre so. Aber ich glaube, von mir selbst direkt habe ich gar nichts mehr. Ich habe zwar Video noch, aber da zeige ich mich nicht, aber sonst habe ich wirklich eigentlich an sich von mir selbst wirklich keine Fotos mehr. Ich gucke ja gerade, nö. Noch BBM und Dean Winchester. Grüße ihn raus. An Jensen Ackles und San Diego. Ja. Deine Laune heute. Gut. Ich hab einfach nur gut, Digga. Was machst du gerade eigentlich viel durch und was? Ach so. Ich lese, was machst du, Digga? Machst du gerade eigentlich viel durch und woran liegt's? Nö. Nö. Perfekt, das war's wieder. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von Telonym wollt, geht unten in die Videobeschreibung, ganz unten. Der letzte Link in der Videobeschreibung ist der Link zu Telonym. Könnt ihr mir gerne Fragen senden. Oh, wenn ich irgendwann mal genug Fragen gesammelt habe, irgendwie, keine Ahnung, so 50, 60 Stück, dann machen wir safe mal so ein Stream davon. Ja.
Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.